Okay. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Montags-Scheiß-Update-Video auf diesem Kanal. Ich sehe auf jeden Fall gerade, dass mein Parkplatz besetzt ist. Wir sind angeschlagen. Ich sehe gerade, dass mein Parkplatz noch besetzt ist. Denn der liebe Aiko P hat sich da schon wieder irgendwas gegönnt. Das habe ich jetzt mal abgedeckt, weil ich weiß, dass ich noch eine Menge hier rumlaufen werde. Ja, um ehrlich zu sein, hat mein Tag richtig, richtig geil begonnen. Auf jeden Fall, ich würde jetzt auch preislich da jetzt gar nicht noch rumbasieren, auf Deutsch gesagt. Wenn der Rente soweit okay ist, dann halte ich das für durchaus realistisch. Ja, Freunde, keine Ahnung, was das jetzt hier heute für ein Video wird, um ehrlich zu sein. Ich kann ja erstmal Business as usual durchgehen, was so die Woche ansteht. Und dann halte ich nochmal einen kleinen Real Talk, weil mir gehen echt einige Sachen durch den Kopf gerade. Also mein Wochenkalender ist auf jeden Fall mehr als voll. Zum einen plane ich fest, den T4 zu lackieren. Da habe ich also Raptor-Lack besorgt. Das Ganze wird in der gleichen Lackierkabine stattfinden, wo wir schon die S-Klasse und den ML damals geduscht haben. Ansonsten treffe ich Donnerstag auf jemanden, der Ambiente-Beleuchtung nachrüsten kann. Ich hoffe, das wird nicht so eine Nummer wie mit dem Sternhimmel damals. Nee, Spaß, das ist schon eine sehr, sehr seriöse Firma. Ich habe auch einen Kollegen, der hat da schon mal was machen lassen und das war auch eine sehr gute Arbeit. Dementsprechend wird das, denke ich, ziemlich geil. Jeder CL hat nämlich tatsächlich keine Ambientebeleuchtung, obwohl er die Streifen, die vorgesehenen Streifen bereits hat. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt auf das Ergebnis. Das ist nämlich inklusive dem Alcantara-Himmel noch so eine Sache, die bei dem Fahrzeug noch zur absoluten Perfektion führt. Des Weiteren habe ich jetzt irgendwie schlackernde Felgen. Ich weiß nicht genau, warum. Ich hatte hier die Felge schon mal abgenommen, das Radlager nachgezogen. Das hat leider nichts gebracht. Habe ich mir die angeguckt. Die Felgen sind nur mit 2 10-Gramm Gewichten, also 2 5-Gramm jeweils, also 20 Gramm gewuchtet. Eigentlich laufen die relativ gut. Also wo ich den Wagen gekauft habe, war alles top. Und jetzt haben sie irgendwie das Wackeln angefangen. Keine Ahnung, vielleicht sollte ich mir diese Felge mal angucken. Vielleicht ist die auch gerissen. Das sollen diese Felgen ja auch gerne mal machen, wenn man irgendwie was zu schnell mitnimmt. Ansonsten hat sich am CL gar nichts getan, außer dass ich den gerade die ganze Zeit fahre. Ist auf jeden Fall richtig, richtig entspannt. Einige Leute haben es schon in der Insta-Story gesehen und als Fake News enttarnt, was es nicht ist, dass sich das Ding tatsächlich auf 10 Liter bewegt. Finde ich richtig, richtig Hammer. Und das gibt mir auch mittlerweile zu denken, ob ich meinen gesamten Fuhrpark nicht umstrukturiere, aber dazu sage ich gleich mehr. Dann sind hier diese Streben angekommen, diese Stabilisatoren. Die sollten eigentlich dazu dienen, hier die Lippe hochzuziehen gegen den Stoßfänger, also gegen den Stoßträger, der sich unter der Stoßstange befindet. Das Ganze ist aber zu kurz. Falls ihr wisst, wo man sowas in lang und vor allen Dingen in qualitativ herbekommt, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin da nämlich ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Ich habe auch schon ein paar Tuning-Shops abtelefoniert und so und jeder hat nur hier diesen China-Kram und da gebe ich euch wirklich mein Ehrenwort, dass das so safe anfangen wird zu rosten nach einer gewissen Zeit. Aber ganz ehrlich, der CL, der ist sowieso durch. Also ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt hier noch machen soll, außer halt Ambiente und Alcantara-Himmel. Alcantara-Himmel ist aber ein bisschen schwierig, weil der dann wieder die ganzen Spiegel und das Licht und so, das ist alles grau. Und das müsste man wieder alles auflackieren und sowas. Vielleicht frage ich da nochmal unsere diversen Lackierer, die ich hier habe, im Umkreis, ob da nicht jemand Lust hat oder eine Idee hat, das zu machen, dann könnte ich mir das schon vorstellen, selber zu machen. Aber es muss halt, also bei dem Wagen ist es echt extrem wichtig, dass da mal nicht gefuscht wird. Am Anfang, ohne Spaß, dachte ich so, okay, das wird jetzt so Fusch am 2016, das Projekt. Rückblickend, also es ist ja schon fast am Ende der Wagen, muss ich echt sagen, ist das ein Top-Wagen. Da muss man jetzt auch nichts beschönigen, das Ding ist top. Und das liegt unter anderem tatsächlich an dem Vorbesitz, beziehungsweise an demjenigen, der das mal umgebaut hat. Das wusste ich ja alles gar nicht beim Kauf. Wir haben eine 65er Bremse drin. Wir haben eine komplette Edelstahl-Abgasanlage, die komplett eingetragen ist. Wir haben eine Dezibel-Erhöhung von 101 Dezibel. Darf das Ding pusten, also das, was die Soko misst. Die können bis 106 messen, ist alles im Rahmen. Ja, ist schon echt ein richtig, richtig grundsolider Wagen. Ich glaube, Enrico, also ich habe mit dem letztens telefoniert, der meinte auch so, ey, ich habe das ja, dass er das nicht geahnt hat, ne? Was das dann doch für ein Sahnestück irgendwo ist. Und da kommen wir dann zum nächsten Thema. Und das ist auf jeden Fall das, was mir jetzt heute Morgen den ganzen Tag durch den Kopf geht, weswegen ich jetzt hier auch gerade ein bisschen durchrausche und weswegen ich eigentlich auch gar keine richtige Lust habe, jetzt gerade ein Video zu produzieren, weil ich da irgendwie noch nicht fertig bin in meinem Gedankenprozess. Ich habe jetzt hier eine Karre, die wirklich so nicht nochmal existiert. Mit allen Sachen eingetragen, der Erhöhung, also der Lautstärke, alles. Das Ding ist einfach ein fertiges, geiles Auto. Und hier haben wir noch ein fertiges, geiles Auto stehen. Mein Bentley Mansory, den ich ja komplett von A bis Z
durchrepariert habe. Und gestern war so der erste Tag, wo wir hier irgendwie mal B-Säule-Jockwetter hatten, irgendwie 15 Grad oder so. Und was bin ich gefahren? Genau, den CL. Und ich habe kein einziges Mal darüber nachgedacht, jetzt irgendwie den Bentley auszupacken. Und jetzt muss ich mir wirklich eingestehen, dass ich jetzt wirklich an einem Punkt angekommen bin, wo ich nicht mehr weiß, wie das jetzt hier noch mit der Karre weitergehen soll. Es ist irgendwo auch sehr unangemessen viel Geld, was jetzt hier rumsteht. Gerade im Verhältnis zu dem, was in dem CL steckt. Ja, ich sag's mal ganz frei, Schnauze heraus. Ich habe mit Autosiastik geschnackt. Die würden das Ding auch verkaufen für mich. Also ich hätte da wieder keinen Stress. Ich habe mich bisher ein bisschen drum gedruckst, den in den Verkauf zu geben. Alko und ich haben uns ein paar Fahrzeuge angeguckt. Dieses Fahrzeug, das werdet ihr sicherlich noch auf diesem Kanal sehen. Der Bentley ist schon ziemlich hochgegriffen natürlich, aber nichtsdestotrotz sind die für mich geile Fahrzeuge, weil ich kann mir damit vorstellen, rumzufahren. Nicht so wie der Bentley, den man so als Schätzchen irgendwie in der Ecke stehen hat und steht und hegt und pflegt, mehr ein Stehzeug ist als ein Fahrzeug, sondern halt richtige Fahrzeuge, wo drin ich mich richtig Kilometer abreißen sehe. Haben uns ein paar angeguckt. Und jetzt hat tatsächlich ein Kollege von mir, Autohändler, eins dieser Modelle reinbekommen, hat es mir angeboten und hat mir gleichzeitig auch noch angeboten, den Bentley dagegen quasi zu tauschen. Also quasi ein Tauschgeschäft. Die Fahrzeuge, der Bentley hat 63.000 Kilometer runter, das Fahrzeug hat 63.000 Kilometer runter. Unter dem Aspekt, dass der Tesla ja auch abgegeben wird in 3 Monaten, und ich dann quasi das hier als Daily hätte, ist das Tauschgeschäft schon echt übel verlockend. Und ich weiß auch nicht, worüber ich mir jetzt gerade den Mund fusselig rede. Aus Content-Sicht ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Für meinen YouTube-Kanal ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Es macht keinen Sinn, Fahrzeuge lange zu halten. Schon gar nicht so ein Bentley, der sowieso nur in der Ecke steht, weil man irgendwie da nicht so Bock hat, die Kilometer raufzuknallen wegen Wertverlust, weil man irgendwie nicht so Bock hat, da jedes Mal auf 22 Liter reinzutanken. Und ich habe es jetzt alles in die Wege geleitet. Und es fühlt sich echt komisch an, das jetzt zu sagen. Mittwoch wird dieser Kollege rumkommen. Die beiden Fahrzeuge werden nebeneinander gestellt. Wir gucken, dass alles den Vorstellungen entspricht. Ja, wenn das alles gut geht, dann wird da wahrscheinlich ein Tauschgeschäft vonstatten gehen, das seines Sondergleichen sucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich, ja, ihr merkt es vielleicht, ich bin echt so hin und her gerissen. Der Bentley ist für mich einfach, das ist so mein Schätzchen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich den so wenig bewegt. Der hat immer noch die gleiche Magie wie am Kauftag für mich. Und jetzt, wo der hier von Jörs komplett Keramik versiegelt wurde und so, der steht so heftig, heftig schön einfach da. Aber das ist halt auch gleichzeitig das Problem, ne? Er steht halt nur rum. Auf Deutsch gesagt. Was ist das hier schon wieder für ein Rotzvideo, Mann? Jetzt seid wirklich ihr gefragt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich lese mir jedes einzelne Kommentar durch. Ich werde damit heute meinen ganzen Tag verbringen. Ich werde das mit in meine Entscheidung mit einfließen lassen, auf jeden Fall. Klar, im Endeffekt ist es irgendwie mein Ding und ich treffe die Entscheidung. Aber nichtsdestotrotz habt ihr hier an der Stelle auf jeden Fall ein riesiges Mitspracherecht, was ihr davon haltet. Natürlich kennt ihr jetzt dieses andere Fahrzeug nicht. Ich selber kenne es auch nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Aber ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass es ein Fahrzeug ist, wo ich früher vor YouTube immer vor solchen Musik-Russen-Videos, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und ich habe diese Karre schon immer extremst gefühlt. Jeder meiner Freunde kennt eigentlich diese Karre. Die habe ich ihm schon gezeigt. Und es ist einfach surreal zu überlegen, dass die einfach in Reichweite ist und man die an Start bekommen könnte und dass es gleichzeitig auch noch für den Alltag eine richtig, richtig geile Karre wäre. Gleichzeitig habe ich aber auf der anderen Seite halt mit dem Bentley genau das erreicht, was ich wollte, nämlich dass ein Auto irgendwie eine gewisse Magie mit sich trägt, wenn es hier einfach so steht und für mich halt einfach richtig, richtig geil ist. Jedes Mal, wenn ich den Bock starte und damit fahre, fühlt es sich an wie die erste Fahrt, muss ich echt sagen. Also ich habe mir das Ganze schon echt besonders gehalten. Aber unterm Strich muss es hier ja irgendwo auch weitergehen. Und das ist jetzt das Letzte, was ich jetzt zu dem ganzen Thema sage. Ein Ding, was mir halt extrem auf den Sack geht, sage ich mal in Anführungszeichen, ist, dass ich beim Bentley immer gesagt habe, so einen finde ich nie wieder. Den behalte ich bis an mein Lebensende. Und das stimmt auch. Aber gleichzeitig habe ich jetzt dieses Schätzchen, der alles außer schnell fahren kann, das Auto besser als der Bentley. Und so einen finde ich auch genauso wenig nochmal. Also zumindest mit der Eintragung und sowas kann ich mir auch selber nicht nachbauen. Für kein Geld der Welt kann man sich sowas nachbauen heutzutage in Deutschland. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine
nicht ganz so nachdenkliche Woche, wie ich sie haben werde. Ist jetzt einfach aus der Seele rausgeplappert, dieses Video, Freunde. Ich wünsche euch was, haut rein, ciao. Ich komme nicht drauf klar. Also Freunde, was wir hier haben, es ist kein normaler Bentley, es ist kein normaler GT oder sonst was. Es ist einfach ein fucking Bentley Continental GT Mansory.